Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute mit etwas Neuem von Playmobil. Und zwar ist das der Polizeibus mit Straßensperre. Seht ihr hier. Und wir haben auch zwei Polizisten. Oh, und der eine. Leute, ist das Julian als Erwachsener? Kann natürlich sein. Muss aber nicht. Darum geht es heute aber nicht. Leute, heute geht es um die Playmobil-Polizei aus der City-Action-Serie und diesem Playmobil, ja, Polizeibus. Ob das, ich glaube, das ist aber nur ein Polizeibus für Polizisten, genau. Also das ist jetzt kein Polizeibus, um unbedingt, ja, Straftäter oder irgendwie Diebe oder so mitzunehmen. Ja, wenn es sein muss, dann ja, aber vielleicht, um zu irgendeinem Einsatz zu fahren mit einem Polizeiteam, Leute. Wir sehen auch hier ein paar Pylonen, die Straßensperre, Koffer, Walkie-Talkie, ne? Alles, um halt vielleicht eine Unfallstelle oder so abzusichern. Licht und Sound ist selbstverständlich auch dabei, Leute. Ja, es ist eine Menge Platz hier im Polizeibus. Ui, ui, ja, wissen wir, wissen wir. So, wir brauchen auch Batterien, Leute. Die haben wir zum Glück. Taschenlampe ist dabei. Waffen, ein Polizeikoffer. Ja, wir sehen so Hürden bzw. Pylonen. Sehr, sehr schön. Der Polizeibus ist in einem Grau mit Blau. Ja, ist halt typisch für Playmobil. Und ich will, und hier steht Police drauf und nicht Polizei. Police, ne, also ist das vielleicht ein englisches, also ein amerikanisches Set. Kann durchaus sein, muss aber nicht. Na, ab und zu ist das mal so. So, und ich würde sagen, wir machen das Ding jetzt auch mal auf. Okay. Wenn ich es dann mal aufbekomme. So sieht es jetzt hier drin aus. Hier sehen wir schon den Polizeibus. Nahezu fertig. Also es fehlen hier noch ein paar Scheiben, die müssen rein. Die Reifen selbstverständlich. Und ein, zwei andere Sachen. Die Sitze hier müssen noch rein. Stimmt, obwohl hinten fehlt eigentlich noch alles. Wir haben hier natürlich ein bisschen was. Eine Straßensperre, die Sirene. Dann die Reifen, Pylonen. Und die Polizisten selbstverständlich. Wo haben wir denn die Bedienungsanleitung? Die haben wir hier drin, Leute. So, raus damit. So, und was sagt uns die Bedienungsanleitung? Selbstverständlich, wie wir diese Dinger hier zusammenbauen können. Und das machen wir doch vielleicht jetzt mal, aber in einem Schnelldurchlauf. Und dann schauen wir uns selbstverständlich den Polizeibus mal komplett an, Leute. Leute, der Playmobil-Polizeibus mit Straßensperre steht jetzt und unsere Polizisten sind auch schon bereit. Die Straßensperre steht, das Nagelbrett hier auch. Alles perfekt, Leute, und der Polizeibus selbstverständlich auch. Aber wir schauen uns jetzt alles noch mal ein bisschen genauer an. Warum denn nicht? Also, wir sehen hier die Unfallstelle oder auch die Straßensperre jetzt allgemein. Wir schauen uns als erstes die beiden Polizeibeamten an. Das scheinen ja zwei Herren zu sein. Der eine hier mit einem Schnurrbart. Ne, beide haben hier so eine Polizeimütze auf. Der hier so ein Walkie-Talkie noch. Ne? Und wie nennt man denn dieses Ding hier? Leute, das möchte ich von euch wissen. Schreibt es in die Kommentare. Pistolen haben sie natürlich auch dabei, falls es mal wirklich ganz, ganz wild werden sollte. Und sieht so ein bisschen aus wie Julian. Na egal, anderes Thema. So, und dann haben wir hier Pylonen, die Straßensperren, ne, damit man da auch nicht vorbeifahren kann. Über die Pylonen könnte man ja eventuell fahren, aber über die Straßensperre oder die Hindernisse nicht. So, dann haben wir hier Nägel, ne, falls man jemand versucht zu flüchten. Ne, die sind zum Glück nicht ganz so spitz für uns, aber für die anderen Playmobil-Autos dann doch schon. Ne? Kennt ihr vielleicht aus Videospielen und so. Dann haben wir hier noch einen Polizeikoffer mit Handschellen, eine Pfeife, Taschenlampe. Na, können wir auch zumachen. Der hier hat auch noch irgend so einen Zettel in der Hand. Es geht anscheinend um Straßenkontrollen, also um Geschwindigkeitskontrollen. So, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen genauer den Polizeibus an. Dafür machen wir doch mal hier ein bisschen Platz. Also, ihr habt es schon eben gesehen beim Aufbauen. Und ich muss sagen, diese Fenster hier, die leicht verdunkelt sind, ne, haben mir schon echt Probleme bereitet. So, wir haben einmal Licht und natürlich Sound. Und den können wir auch wieder umstellen. Auf amerikanisch. Ne? Und dann geht's los. Das Dach können wir auch abnehmen. Das machen wir jetzt auch, denn... So, Ruhe.
Hier sehen wir unsere Sitze. Na, auch da könnten wir rein theoretisch unseren Koffer hier drin reinpacken. Irgendwie sowas. Ne? Wir können diese Sitze umklappen, wie wir wollen. Insgesamt passen hier noch 4 Polizisten rein. Wir haben noch einen Tisch zum Arbeiten. Ne? Hier haben wir noch so eine Anhängerkupplung. Dort passt alles. Sehr, sehr schön. Gut, Leute, was sagt ihr zum... Und dann haben wir hier nochmal, Achtung, Police. Polizei, Englisch für Polizei oder auch in anderen Sprachen. So, Leute, was sagt ihr zum Polizeibus mit Straßensperre? Also mir gefällt es auch wirklich sehr. Mal wieder was Neues. Ne? Aus dem Jahr 2017 ist das Set also relativ neu. Was sagt ihr? Mit verdunkelten Scheiben auch, das solltet ihr auch wissen. Gern Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Daumen nach unten, wenn es euch gar nicht gefällt. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tsch, oh, bisschen zu nah. Ciao!